Katzen sind zwar unabhängige und eigensinnige Tiere, dennoch können sie eifersüchtig werden. Auch Katzen möchten ihr Revier verteidigen und können es gar nicht leiden, wenn sie ihren Besitzer teilen müssen. Mit den folgenden Anzeichen macht dich deine Katze auf ihre Eifersucht aufmerksam. Nummer 1. Deine Katze setzt sich auf dich rauf. Möchte deine Katze ihr Revier oder vor allem dich als ihren Besitzer verteidigen, dann macht sie dies besonders gern, indem sie sich auf dich draufsetzt. Und das auch, wenn da gerade eigentlich gar kein Platz ist. Nummer 2. Deine Katze pinkelt in die Wohnung. Katzen sind bekanntlich reinliche Tiere, die im Normalfall ihr Katzenklo aufsuchen, wenn sie das Bedürfnis verspüren. Macht deine Katze jedoch plötzlich in die Wohnung, obwohl sie schon längst stubenrein ist, dann will sie dir damit ihre Unzufriedenheit zeigen. Hast du vielleicht einen neuen Partner, dem du gerade mehr Aufmerksamkeit schenkst als deiner Katze? Sollte deine Katze in die Wohnung machen, dann ist es empfehlenswert, den Tierarzt aufzusuchen. Schließlich können dahinter auch gesundheitliche Probleme stecken. Nummer 3. Deine Katze kratzt. Eigentlich hast du eine Kuschelkatze zu Hause, aber auf deinen neuen Partner reagiert sie mit Kratzen und Fauchen? Da ist wohl jemand ganz schön eifersüchtig. Vielleicht sollte dein Partner es mit Leckerlis und vorsichtigen Streicheleinheiten versuchen. Falls das Verhalten gegenüber einer anderen Katze auftritt, kann ebenfalls Eifersucht dahinter stecken. Deine Katze möchte dich für sich alleine und akzeptiert niemanden in eurem kleinen Rudel. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, um die beiden doch noch aneinander zu gewöhnen. Und Nummer 4. Ständiges Miauen. Wenn Katzen miauen, dann möchten sie unsere Aufmerksamkeit. Denn diese Laute machen sie hauptsächlich für uns Menschen. Miaut deine Katze in letzter Zeit häufiger als sonst? Dann kann Eifersucht dahinter stecken. Sie versucht die Aufmerksamkeit von dir zu erregen und möchte, dass du dich mit ihr statt mit anderen Dingen oder Personen beschäftigst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.